Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Wieder mit dabei ist die Fußmatte. Hallo. Und der Max. Hallo. Und wir sind immer noch dabei, diesen blöden Blabla-Raptor zu töten, der kein Raptor ist. Der braucht so lang. Das ist so anstrengend mit dem Vor allem unser Zweig ist einfach schon mehr getamed als er wahrscheinlich. Hallo? Nee, also er ist jetzt ja schon. Der Zweig ist schon mehr als die Hälfte in der Zeit gewesen, ne? Das ist schon ja, die gut. Hälfte. Bestimmt. Aber ich kümmere mich auch mit Liebe um das Vieh. Ja, und ich nicht, oder was? Nein. Okay. Du stehst nur daneben. Ach so. Nein, er redet und auch mit ihm. Und du vögelst mit ihm, oder was? Gut zu wissen. Dann lasse ich meine Anneliese arbeiten. Deine Anneliese ist eine Prostituierte. Das ist so gemein zu euren Tieren. Ich liebe meine Anneliese. Wie meine Anneliese auch. Also, liebe... Du liebst sie. Merk schon. Im Sinne vom Mögen. Ich mag sie. Wie sonst kein anderer. Ich mag sie auch, ja. Mhm. So, du magst sie aber anders, wie ich sie mag. Glaub mir. So. Ja. Ich mag sie freundschaftlich. Friendzone. Da-dum. Muss auf Nein-Gag stellen. Oh, scheiße. Und da rumheulen. Dass du gefriendzoned wurdest. Das war auch voll dramatisch, hallo? Was war das letztens, hab ich auf Nanga gelesen, von wegen, Eine Million Posts? Ich hab einer, Frau die Tür aufgehalten und nicht meinen Blowjob bekommen. Oh, ich bin ja so sick davon, Friendzone zu werden. Opfer. Ich hätte sogar noch Geld verlangt. Ja, für das Tür aufhalten. Ja. Alter, du darfst mir die Tür aufhalten, yo. Zahl mir mal was. Ja, hallo. Eine gute Rede kostet bei mir schon Geld. Okay. Hallo. Gut. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Guck mal, wie weit er schon getämt hallo ist. Hallo. Magst du mir, warte mal. Ich hab dir Holz und Fetch und Fiber. Nicht viel davon, aber ein bisschen von allem. Ja, nee, wenn das nicht viel ist, dann, ne? Was willst du denn haben? Wände. Brauch ich. Wände? Was mach ich nicht? Ist ja auch nicht gelernt, kann nur drei Stück von denen herstellen mit dem Zeug. Ja, immerhin drei Stück, dann habe ich wenigstens schon mal drei Stück, dann kann ich die hintere Wand da fertig machen. Na, Frank, möchtest du auch noch getamed werden? Hör auf, alle zu akkutisieren, Fussel. Was wollen wir nicht? Wir können es doch jetzt. Haben wir genug Bären? Ja. Ich habe jetzt, ich komme gerade mit wahrscheinlich genug Bären an, aber wir sollten es nicht da machen. Hallo. Wo denn? Ach, da, wie sind das da hingeleckt? Ja, komisch, bei mir ist es normal in der Front gerollt, wenn du es nicht aufgehalten hast zu rollen. Hallo Troy, komm. Fünf Falter hältst du doch aus, oder? Ja? Voll der Sinn. Auf welchem Level kann man denn die Pfeile herstellen? 20? 20. Ich kann sie herstellen. Kann ich ja mal lernen. Warte ein. Ich bin vielleicht schon Level 22 oder so. Tja. Wir haben schon fast die ganzen Wände. Ich brauche noch. Warte, wie viele Wände? Drei Stück. Drei Wände sollten mir noch fehlen. Was braucht man denn für die Narkotikpfeile? Also, wie geht's unserem Zweig? Ja. Also ich brauche noch drei Wände, dann haben wir unser Haus umwandelt. Dann brauche ich nur noch Dächer. Nur Dächer, die sind noch schlimmer. Kann man die Wände auch unter Wasser platzieren? Probier's aus. Ich glaube nicht. Das wäre ziemlich lustig, aber ich glaube nicht. Das wäre ziemlich cool, so ein Unterwasserschloss zu bauen. Rapture halt, ne? Über die ganze Rapture, ne? Ist es, gehört das zu dem Spiel? Also gehört das zu Bioshock? Nein, überhaupt nicht. Ist ein komplett anderes Ding. Da, in dem Spiel Everybody Guns to Rapture, ist Rapture halt ernst gemeint. Also das richtige Rapture und nicht irgendeine blöde Stadt, die einfach so heißt. Heißt Rapture? Rapture ist sowas wie Erlösung, und so. Also so, ja. Irgend so eine Art Erlösung im christlichen Glauben, könnte man so sagen. So die, Limbo. Die bessere Apokalypse, sagen wir es so. Mir fällt gerade auf, dass ich eine Wand falsch rum platziert habe. Das sieht voll hässlich aus. Dafür kannst du nichts. Ich habe auch bei uns ganz viele Wände falsch platziert, weil das so buggy ist. Kann man nicht, ich glaube, das ist nicht buggy, weil ich weiß genau, wie rum ich stand, als ich die platziert habe. Die richten sich nach innen immer dahin aus, wo man steht. Ja, das funktioniert zum Beispiel bei meiner Wall, aber nicht. Okay, komisch. Ja, weil die auch auf, weil die auch nicht direkt platziert wird, sondern so auf so komische Piles drauf. Ja, aber selbst das, so das funktioniert. Wie geht's mit deinem Trike eigentlich? Weiß ich nicht, ich bin gerade auf dem Weg, ich hab gesagt, du sollst. Achso, ich glaube, wir können einen Raptor gefressen. Ja. Wenn der stirbt, ne? Wenn der stirbt,
Ja, hat der überhaupt genug Narkotik und ja, so, dass der ja, das ja, überlebt bis ja, jetzt? ja, 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 habt ihr euch noch geguckt? Komm, ich gerade mit 13 Narkotik angeguckt. Ja, wenn er nicht mehr betäubt ist, wenn du da nee, hinkommst, bringt dir das nicht. Ich hab gerade eben nachgeguckt, alles safe. Also. Ist das Vieh eigentlich sauer, wenn es dann keine Narkotik mehr hat? Ja, sehr sauer auf dich, sehr, 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 sehr sauer. Der will dich umbringen. Du hast dann jeden in deiner Gegend. Ewig, ewig, immer. Es wird dann einfach neben deiner Wohnung, wird es dich dann hinstellen und es wird dich dann so mental fertig machen. So ein böser Nachbar wird es dann. Es wird sich nebendran eine Wohnung kaufen und dann wird es jeden Tag nachts laut Musik laufen lassen, wenn du schlafen willst. Geil. Trikes sind ziemlich böse, die machen ziemlich mentale. Das sind Metaler, weißt du? Trikes. Achso, die lassen immer nur Metal-Musik. Metal. Ja, genau, Metal kommt für mental. Deine Lise hat ein Level Up. Meine Lise hat ein Level Up. Meine nicht. Komm mal her, Lisa. Ups, das war falsch. Ich hab gleich ein Level Up wieder. Ja, eigentlich einfach weiter Movement Speed, was? Dass sie schön schnell bleibt. Hier ist ein Flugsaurier schon wieder und ein Truck. Auf was gilt eigentlich diese Flugsaurier? Bestimmt auf Lauf Speed. Echt? Nein. Ich hätte jetzt eher gedacht auf Gewicht. Ach Fussel, hast du den Bären reingelegt? Damit die viel tragen können. Ja, ich hab was reingepackt. Finde ich nett. Ich habe jetzt nämlich extra Bären dafür geholt. Das brauchte ich jetzt scheinbar nicht. Ich hab doch gesagt, dass du eigentlich nichts holen musst. Weil alles, was wir hier haben, haben wir da. So. Alles, was wir hier haben, haben wir. Was ist das denn? Bringt mir ja. Was braucht nicht mal ganz so viel, aber es braucht mal ein bisschen Narkotik, ja? Mein Gott, das soll aufhören. Ganz schnell. Fussel, was brauchst du für so eine Kiste? Kiste! Was ich noch für die Kiste brauche, ist Fiber. Achso, du brauchst dafür auch Fiber? Mist. Ja, dann nicht, dann lieber die Wände und Dächer. Weil ich dachte, so eine kleine Holzkiste hier drin wäre natürlich auch eine coole Sache. Ich müsste halt irgendwie mal meine Steine, glaube ich, loswerden. Ich hab davon zu viele. Hallo? Für den dritten Stock? Ich hab 15 Narkotik. Ein dritter Stock, da müssen wir noch weiter das Dach rausbauen. Ja, so ein Aussichtsturm wäre voll geil. Eben, wir können das theoretisch, kannst du das ja so weit treiben, dass du das Haus so hoch baust wie der Berg da drüben und dann immer weiter die Wände bauen. Was ich mache bei unserer Wall ist, dass wir tatsächlich so eine kleine burgmäßige Aussichtsplattform rumziehen um die Mauer herum. Das wäre so das, was ich gerne haben würde. Das wäre echt cool, ja. Was ich cool fände, wäre, wenn es so automatische Aufzüge gäbe, dass man an diesen Bergen so Aufzüge machen könnte wie bei Game of Thrones, diese Aufzüge. Oh ja. Aber bitte so dann keine Aufzüge, dass man sagt, ich muss hier den Aufzug blocken und ne? Sondern ich brauche oben eine Seilwinde hin und alles. Ja, hey, das wäre schon realistischer für dieses Spiel, das würden sie auch tun. Vor allem, weil die ja Elektrizität schon haben, ne? Mhm. Und Flüssigkeitssystem und ich weiß nicht, ob die Seilzüge haben. So Leute, weil so langsam, ne? Müssen wir uns mal überlegen, wie das Vieh heißt. Man, es wird langsam knapp. Ich nenne es Bert. Bert. Hm. Oder Dörte. Dörte ist doch geil. Dörte. Dann wird es unsere Dörte. Arsch mich jetzt nicht. Ja, dann sag mir einen Namen. Nenn's Dörte, meinetwegen. So richtig resignierend. Du kannst mir doch einen gescheiten Namen sagen. Du kannst mir einen gescheiten Namen sagen. Ich kenne aber keine. Doch, doch, stimmt. Das glaube ich schon. Oh, Narkotik bringt ja mega viel. Nichts, eigentlich. Wir können es Michael Jackson nennen, aber ich kann es nicht schreiben. Ich auch nicht. Hallo, doch, Michael Michael Jackson. Und dann Michael Jackson. Aber ich bin mir sicher, ich hätte irgendwo einen Tippfehler und dann würde mich wieder die ganze Welt hassen. Davor habe ich kann Angst. Kann man sich umbenennen wieder? Ja, kann man. Doch, aber die ganze Welt würde mich trotzdem hassen, wenn ich es falsch schreibe. Ist irgendwas Cooles, was wir noch nie hatten als Name? Keine Ahnung. Lass uns einfach Raptor nennen. Wir nennen es Raptor. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein Raptor. Was ist denn da hinten eigentlich? Was bist du? Dann nennen wir unsere Raptoren Flugsaurier. Das ist ein Schwein. Weißt du, wie nennen wir das? Unsere Raptoren müssen wir dann Flugsaurier nennen irgendwann. Kranos sind T-Rexes und T-Rexes sind Dodos.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Für immer und ewig. Was macht eigentlich hier dieser Trike hier? Also, er tut als würde er dazugehören. Ich bin ein neuer Trike. Hi. Überschlagen. Aber meinst du Light etwa? Nein, nein. Naja. Light, das Trike? Boah, ich glaube, so nenne ich mein Vieh. Oh, das ist eigentlich für die Beleidigung und es ist schwer. Fett. Dick, fessel, hässlich und fett, ja, das passt zu mir. Total. Das gab's nicht. Du hast mal keine Hörner. Das cool, echt doch hab viele. Ich. Da, ja? Glaub ich nicht. Die Anneliese wo, schaut dahin, wo ich auch hinschaue. Wie geil ist das? Sag mal, Max, was ist mit deinem Track los? Willst du dich nicht um den kümmern? Das dauert gerade noch. Der wird gerade von Raptoren gefressen. Light möchte ihn loswerden. Ja, geh weg. Hopp. Hau ab mit deiner Analyse hier. Darf ich wiederkommen? Ja, ich brauche jetzt eh gleich deinen Sattel. Ich weiß noch nicht, wie man die Dinger steuert, ne? Ich habe da halt gar keine Ahnung von. Aber wahrscheinlich okay. Einfach mit der Maus, oder? Ja, guckt's aus. Und wenn es nicht funktioniert, landest du halt wieder. Ja, super. Ja. Fussel, was stehst du am Trike rum? Ah, nee, ist jetzt meins. Was hat... Oh, ich konnte keinen Namen eingeben. Oh. Wie, ist es fertig? Gott, ist es, hat es hat einfach unser Flugsaurier überholt. Ja. Mieses okay, Stück Scheiße, wie nennt man die Viecher um? E drücken und dann Karte Change nehmen. E drücken und dann... Wisst ihr, wie lange die Folge schon geht? Stunde. 52 Minuten! Bestimmt. 20. Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Light. Over. And out.